Das Gebäude wurde früher vom Fürst Oettingen in Auftrag gegeben, das zu bauen. Wurde dann lange Zeit als Messgebäude genutzt und später einfach als landwirtschaftliches Nutzgebäude mit Wohnraum und Stallung. Ja, uns war es immer wichtig, im Ortskern zu bleiben, also in einer gewachsenen Struktur, wo ältere, jüngere Menschen zusammenwohnen. Direkt neben der Kirche, Spielplatz ist in der Nähe, man hat seine Ruhe hinten im Garten. Und für uns war es klar, wir müssen und wollen hier unsere Familie gründen. Vom alten Bestand wurden im Prinzip die ganzen Außenmauern erhalten. Wir haben dann auch versucht, alte Baustoffe wie diesen Kamin, wo aus Klinkersteinen gebaut wurde, kontrolliert abzubauen und haben ihn dann innen drin für Wände wieder verwendet. Ich habe circa 6-7 Monate nichts anderes getan, wie die alten Mauern freigelegt mit der Hand und habe dann Schritt für Schritt im Pilgerverfahren das Fundament erstmal hergestellt, weil es war kein Fundament da, das Haus steht auf Dreck im Prinzip. Wir haben das Gebäude gekauft, sind rein und haben uns erst gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Bau, das kommt irgendwie direkt nach dem Krieg, nichts sonderlich Schönes, alles tapeziert und verkleidet, man hat keinen Balken und nichts gesehen da drinnen. Als wir dann den Putz drunter geklopft haben, um zu schauen, welche Substanz das da ist, hat sich halt herausgestellt, das ist ein Fachwerkhaus, ein altes. Und ab da war spätestens für uns klar, krass, das müssen wir sanieren, das müssen wir herrichten, das ist erhaltenswert, sowas gibt es nicht oft im Dorf. Und als wir dann natürlich diese dendrochronologische Untersuchung, das Ergebnis von 1467 gekriegt haben, da war klar, also das Haus dürfen wir nicht wegreißen. Das Haus, ich sag's mal salopp, da hat es Amerika noch nicht mal gegeben. Also es war noch nicht bekannt in Europa, dass es das gibt. Und wie kann man dann so ein Haus abreißen? Also es muss erhalten werden, es hat eine gute Bausubstanz. Das Schöne in so einem alten Haus zum Wohnen ist einfach diese Wärme, wenn man reinkommt ins Haus.